Berlin Alexa. Wir sind gerade hier am Alexanderplatz im Einkaufszentrum Alexa. Was soll ich sagen, Freunde? So ist das, leider. Und zwar gibt es einen Bahnausfall. Laut der Überschrift konnte ich auch gerade entnehmen, die Bahn fällt aus. Und genau, ICE, Flixtrain, alles drum und dran. Ich wollte gerade unterwegs sein zu den lieben Mois Richtung Köln, aber alle Bahnen wurden abgesagt wegen dem Wetter. So irgendwie krasses Wetter gerade in Deutschland sein, Richtung Sturm und Windstärke 9 übrigens. Ich habe mich gerade übelst aufgeregt, aber man kann es nicht ändern. Man kann das nicht ändern. Jetzt habe ich gerade nochmal am Bus geschaut, ob man mit dem Flixbus nochmal weiterkommt. Aber der Wind soll so stark sein, dass der Bus auch umkippen kann. Und abgesehen davon sind die Busse alle voll. Man kann sich keinen Bus reservieren. Vor allem jetzt nicht in derselben Zeit. Man hätte das einen Tag vorher machen müssen. Jetzt kurz davor verkaufen die keine Tickets und es wäre sowieso voll. Ja. Ja, ich weiß, was ich machen soll. Ich muss leider bis morgen warten, bis Freitag. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal ein Zugticket kaufen. Man verballert nur noch Geld überall. Klar kriegt man das von der Dings zurück, ne? Von der Agentur, von der Firma. Von der Flixtrain-Firma kriegt man das ja zurück. Aber trotzdem nervig so. Ja, jetzt sitze ich fest, bin gerade im Alexa, wir gehen nochmal schön was essen. Ja. Ja, könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Ist gerade meckern am hohen Niveau so. Ja. Und ja, rappelvoll hier kurz vor Weihnachten. Die Leute rasten alle aus. Am Sonntag ist Heiligabend. Montag ist erster Weihnachtstag. Dienstag, zweiter Weihnachtstag. Naja, und dann ist auch der Spuk vorbei. Ja. Wie gefällt euch meine Brille? Könnt ihr im Shop haben, wie gesagt. Macht halt Werbung für diese Brillen. Einmal in die Infobox checken. Wer so eine Tony Stark Iron Man Brille will, soll sich bei mir melden. Er soll unten die Webpage checken, meine ich, und dort kaufen. Kleine Werbesendung an dieser Stelle. Ja, ey, Alter. Ich muss zu den Dreharbeiten nach Köln. Wir haben was richtig Cooles geplant. Aber ich komme jetzt nicht dahin. Komm, ich nehme euch so ein bisschen mit. Hier über den Alexa. Warum nicht? Hier drin habe ich noch nie wirklich gefilmt, so richtig. Dann könnt ihr mal so sehen, was hier so ein bisschen abgeht. Ist halt volles Haus, ne? Von daher. Ja, schade. Ich wollte schnell nach Köln. Wir werden ja auch sogar relativ schnell da. 4,5 Stunden. Ausfall leider. In dem ganzen Wettermist. Die Deutsche Bahn hat gesagt, wenn die ICE-Züge nicht fahren, dann fahren keine Züge. Also auch nicht dein Flixtrain. Ich meinte aber, Flixtrain ist billiger. Habt ihr nur ein Gleisbett, worüber alle fahren oder was? Habt ihr nur eine Spur? Da meinten die, ja, aus Berlin raus ist erstmal nur eine Spur. Und danach gibt es mehrere Wege, mehrere Spuren. Gut, habe ich gesagt, kein Problem. Da muss ich halt bis morgen warten. Und die meinten dann zu mir, ja, du kriegst das Geld zurück. Du kannst sogar ein Hotel buchen und du kriegst es auch zurück. Ich meine, nee, ich bin hier aus Berlin. Dann sagt sie, ja, okay, das müsste man nämlich nachweisen, dass man nicht aus Berlin ist. Ja, aber selbst dann haben die gesagt, kannst du ein Hotel buchen und die zahlen trotzdem. Und na gut, ich werde es natürlich nicht machen, aber ich buche auf jeden Fall einen neuen Flug, neue Fahrt mit der Bahn und kriege das von heute noch zurück. Man kriegt ja alles wieder zurück. Ja, Wetter, Unwetterwarnung, da kann die Deutsche Bahn ja auch nichts dafür sein. Das ist ärgerlich. Wäre ich lieber einen Tag vorher gefahren. Ist halt sehr, sehr ärgerlich. Was geht denn da ab eigentlich? So ein Gaming Room, auch interessant. Krass, habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Berlin Alexanderplatz übrigens, wie gesagt. Schaut mal hier, die Zukunft ist da, Alter. Unglaublich, was hier abgeht. Seht ihr das? Mit so einer VR-Brille. Also wenn ihr nichts zu tun habt, macht ihr das. Oder wenn ihr keine Kindheit hattet, macht ihr das. What the fuck? Das ist schon heavy. Könnt ihr schreien. Das ist schon heavy. VR-Brille. Ja, und das ist das Ding so. Nichts fährt. Und jetzt bin ich hier in Berlin hängen geblieben, weil nun mal die ganzen Züge nicht mehr fahren. Und das ist der Abfuck so mit der Matrix. Man ist wieder gefangen mit den ganzen Leuten. Alles gut. Heute auf Tony Stark unterwegs. Schau euch mal bitte an. Alle shoppen, Alter. Kurz vor Weihnachten. Stress ohne Ende. Berlin ist voller Stress. Alle sind hier. Alle. Wirklich alle. Das ist mein erstes Video für heute Abend. Ja, immer dankbar sein trotzdem. Das Leben kann auch kurz sein. Man muss halt aufpassen,
Ich könnte auch Bus fahren 12 Stunden nach Köln. Dann wäre ich morgen um 8 Uhr morgens erst da. Aber das gebe ich mir nicht. Du kommst ja nicht mal rein. Du kriegst ja nicht mal einen Bus. Du müsstest auf Risiko hingehen vor dem Flixbus und vor Ort zahlen. Aber wenn es voll ist, musst du auf dem Boden sitzen. Mache ich nicht. Ja. Gucken wir mal drumherum, was da noch so passiert. Ja, schade. Schade. Ich habe jetzt schon gerade ein paar TikToks hochgeladen. Ich habe mich schon ausgekotzt. Ja, Kalb. So ist das leider. Ja, Selme. Oh nein, Leute haben mich erkannt. Ja. Jemand hat Six gesagt. J6. McDonald's. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wir müssen sowieso runter. Hier so eine Essecke. Hier ist eigentlich immer voll. Hier ist eigentlich immer was los. Schau mal, die Rolltreppen immer voll. Berlin ist heavy. Allein diese Essecke ist übervoll. Meine Frage ist immer, was wollen die Leute ständig draußen hier essen und unterwegs sein? Ja, klar, ist Weihnachten, aber... Also Konsumwaren ist hier auf jeden Fall in Berlin auch ohne Ende. Ich habe auch Hunger bekommen. Ja, ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Es ist ja nicht nur das. Es ist meistens immer ärgerlich mit der Deutschen Bahn. Die regt mich so auf. Auf dem Weg dahin hatte ich auch eine Stunde Verspätung. Kam irgendwann an, klar, aber war auch wieder eine Stunde, 10 Minuten. Also, weißt du, das ist auch zu viel. Das nervt auch. Und zurück, als ich von Köln nach Berlin fuhr, genau, fuhr ein Zug einfach nicht. Da musste ich auch wieder am nächsten Tag einen buchen. Und das ist so was richtig, ich bin eigentlich heute richtig abgefuckt, aber ich wandle das in Positivität um. Also ich heule jetzt nicht rum. Man merkt halt ein bisschen, dass ich ein bisschen rumheule, aber ansonsten alles gut. Ja, Bro. Der Alexander bald. I don't know, Bro. Ich fahre auf jeden Fall morgens wieder. Ich buche nochmal einen Flix-Train-Zug. Und fahre natürlich dann morgens wieder früh raus. Am besten, ich mache durch und fahre wieder raus. Oder ich muss jetzt demnächst pennen gehen. Weil sonst schaffe ich das nicht. Ja, mit bis 3 Uhr rum Eiern, Videos schneiden und dann um 8 Uhr da sein, schon hart. Da komme ich ja sowieso nicht zum Schlaf. Ich müsste jetzt nach Hause gehen eigentlich und schlafen gehen. Bis um 6, bis um 5. Und dann, keine Ahnung. Ja, so ist das, Freunde. Der Struggle ist hart. Das sind so die Neuigkeiten. Ich wäre jetzt eigentlich in 3,5-4 Stunden, wäre ich jetzt eigentlich, ja noch, in 3 Stunden. In 3 Stunden wäre ich jetzt eigentlich in Köln schon. Aber ja. Ich hoffe, die Jungs können mir verzeihen. Grüße gehen raus an Mois und Sammer. Beide gerade in Köln erwarten mich und ich komme einfach nicht. Ich bin hier einfach nicht in der Lage, dahin zu fahren. Schau mal bitte, was hier abgeht. Unnormal. Alexa nebenbei so. Weil ich festsitze hier in Berlin. Hab schon überlegt, ob ich einfach ein Taxi nehme. 500 Euro Taxi von Berlin nach Köln. 500 Euro. Und der liebe Mois bezahlt das. Er ist ja Millionär. Ja, ja. Naja, so ist das. Ihr seht, was hier los ist, ne? Die ganzen Shops, die ganzen Leute. Gehen wir mal raus, dann hat sich das Video auch erledigt. Kann man auch ein bisschen nebenbei zeigen, was hier so läuft. Was das eigentlich für ein Wahnsinn hier ist. Also wirklich alle Shops hier. Alles full. An den Seiten auch. Ja, ich bin ein bisschen bedrückt wegen der Sache. Aber alles muss wahrscheinlich so sein. Windstärke 9 schon hart, als der DB-Mitarbeiter mir das gesagt hat. Ich soll am besten sogar keinen Bus nehmen, weil Busse kippen auch um, bla. Ich soll zu Hause bleiben, morgen fahren. Aber morgen ist doch genau derselbe Scheiß. Naja, mal schauen, wie ich nach Köln komme. Ich muss unbedingt nach Köln, Bro. Die Jungs warten. Das ist over. Macht mich fertig, aber so ist das. Jetzt hängen wir hier rum. Alter, hier ist wirklich alles überfüllt.
zeige ich mal ganz kurz die Rolltreppen. Die Main-Rolltreppen, wo es eigentlich immer voll ist. Guck mal. Alle Center, Einkaufszentren in Berlin sind überfüllt. Fast alle so. Naja, hier stehen wir nun. Schaut euch mal die Rolltreppe an. Full House. Wir sind draußen, Freunde. Das war's. Gehen wir mal zur Tür. Boah, hier so ein riesengroßer Tannenbaum. Ich bin draußen. Schaut euch das an. What the fuck? Ja, ihr merkt, ich habe schlechte Laune so ein bisschen. Aber alles gut. Da auch. Was geht da hinten an? Komm, wir gehen raus. Das war's. Ich bin das Video. Ich danke euch fürs Zugucken. Vielleicht machen wir noch mal ein, zwei Videos für euch. Bevor ich nach Hause gehe, schlafen. Mein Plan wurde komplett durcheinander gebracht. Naja. So ist das. Oh, wie viele rein und raus gehen, Alter. Meine lieben Freunde. Wir müssen wieder auf die Mainlands. Wie geht's, wie geht's? Alles gut? Die ganzen Jugendlichen. Schaut mal bitte, wie die Straßen aussehen hier bei uns. Also, ein paar Tage vor Weihnachten noch. Kurz zwei Tage vor Weihnachten. Drei Tage vor Weihnachten. Berlin, Alexanderplatz, ist die Hölle. Jetzt ist gerade mal Donnerstag, ne? Also ich will nicht wissen, was morgen und Samstag los ist. Weil nur mal Sonntag, Montag, Dienstag alles tot ist. Game over an der Ecke. Vor allem Alexa. Cool, gehen wir noch mal kurz rein. Berlin kurz vor Weihnachten, die Überschrift. Mal schauen. Stress. Stress ohne Ende. Ah, Bruder. Was geht hier wieder ab? Shops alle voll. Berlin. Jebana Alexanderplatz. Meine lieben Freunde, ich bin gestresst. Aber wir gehen jetzt mal schön was essen. Und dann bereiten wir uns für morgen vor. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch mal ein, zwei Bahnhof-Videos. Ich fahre extra für euch gleich irgendwo hin. Mache für euch ein paar Bahnhof-Videos. Damit ich mich abreagiere. Aber hier auf jeden Fall voller Konsum, Alter. Schade. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter bei euch ist. Ihr könnt ja mal einmal in die Kommentare schreiben, wie ist das Wetter denn bei euch? In NRW oder woher ihr auch immer seid. Woher auch immer ihr seid. Genau, so rum war das. Hieß halt dieselbe Leier. Weihnachtsmarkt und Co. Ich bin auch froh, dass das bald vorbei ist. Es geht schnell. Nächste Woche ist alles vorbei. Dann kommt Silvester, dann bauen die den Mist auch hier wieder ab. Bis zum 10. Januar geht der Mist hier noch. Und dann ist endlich neues Jahr und der Scheiß beginnt von vorne. Dann nur noch ein, zwei Monate kalt und dann geht es wieder Richtung Frühling. Da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Und ja, Mann. Boah, es ist windig, Bro. Ohne Ende. Der Typ spielt erstmal ohne Ende, Alter. What is love, später. Aus den 90er Jahren. What is love? Deine Mutter steht. Stark, Bruder. Stark. Der Typ feiert. Das ist Berlin, das ist meine Realität gerade. Ich hätte das eigentlich alles jetzt nicht sehen dürfen. Ich wäre jetzt eigentlich in Köln. I don't know. You don't know. Deutsche Bahn.
hat Scheiße gebaut. Stark! Ja, Mann! Wasser? Ja? Alles gut, ja? Ah, der spielt Playback, das wollte ich nämlich sehen. Geil. Ja. Der spielt Playback trotzdem. Yeah! Der Typ feiert richtig, Bruder. Diskothek viel. Ja, mein Bruder. Der kam nach Deutschland, um dann hier zu tanzen. Arbeitslose Vibes in Berlin. Oh no. Ich wende das Video jetzt hier. Ja, Bro, das sind so die Vibes hier. Das ist so die Realität in Berlin täglich. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade abkacke, Alter. Ich müsste in Köln sein, Alter. Was mache ich hier wieder, Alter? Fuck. Im Ghetto wieder. Weißt du, was ich meine? Und ja, Freunde. Ich bin draußen. Danke euch auf jeden Fall. Cooler Typ. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Bruder. Hast du dir verdient. Sehr gut. Very nice. Very, very nice. Where are you from, brother? Colombia. Ah, Colombia. Okay, Lateinamerika ist in the house. Nice, nice. But you live in Germany now? Yeah. How is Medellin and the capital city? I forgot the name. Bogota, yeah. How is it to make holidays in Colombia? Is okay or is it dangerous? It's okay. Because you, I don't look gringo, but it's okay, I think, for me. For me, no problem, yeah? Only you have to speak Spanish and okay. Or maybe like this, be careful, just normal walking. Yeah. Nice, nice, danke schön. Danke, bro. Thank you very much, brother. See you, yeah? Mach's gut. Einer aus Kolumbien hier, geflüchtet. Nach Deutschland. Der meinte, einfach ein bisschen Spanisch lernen, dann denken, du kommst von da. Also gar nicht erst so, ja? Auf dem Motto, ich dachte, er sowieso dunkle Haare und alles was. Alles gut, alles gut. Was geht bei denen hier? Immer am Saufen hier, immer dasselbe hier, Alter. Freunde, verzeiht mir für diesen Chaos-Vlog. Aber ich bin heute durch hier. Ja? So ist das. Wir sind draußen. Wir gehen wieder runter und das war's. Wir verpissen uns aus dem Ort. Ja, zum Kotzen mit dem Wetter, Alter. Hab ich jetzt schon 10.000 Mal erwähnt. Ich bin draußen. Peace. Gehen wir mal kurz in die U-Bahn noch. Gehen wir uns mal kurz in die U-Bahn. Ah, es ist windig. Ja, ja, so ist das. Wieder Weitwinkellinse. Ey, nur am Fressen, Alter. Die sind nur alle am Fressen. Oh, der Wind hat meine Frisur ruiniert. Aber alles gut. Schauen wir mal ganz kurz, was für Chaoten in der U-Bahn rumhängen, Alter. Dann gehen wir was essen. Ich bin durch. Ich bin durch. Wortwörtlich. Der Kollege hinter mir mit Kopfhörer, Alter, heftiger Typ. Der sitzt einfach nur so da. Ja, heftiger Typ. Seht ihr den auf den Rolltreppen? Ja, so ist das. Ja, komm, wir wollen in die U2, weil wir wollen nochmal asiatisch essen gehen. Auch hier natürlich unten in der U-Bahn, volles Haus. Ja, muss ich euch nicht erklären, was hier abgeht. Ja, ihr seht, wenn ich mal aufgebracht bin oder sauer, dann bin ich eigentlich eher so lustiger Typ, eher positiv trotzdem. Aber ich bin immer laufend positiv, ich bin kein Abkacker zu 100%. Der dann Sachen um sich wirft oder richtig komplett aggressiv oder das ist alles heute nicht meine Art. Weil ich weiß, dass eine gewisse Energie mit uns allen verbunden ist. Karma. Wenn du scheiße drauf bist, kriegst du auch nur Scheiße zu sehen. So. Deswegen sollst du eigentlich immer gut, immer positiv sein, immer gut drauf sein. Weil ich erschaffe auch mein Leben im Jetzt. Wenn ich jetzt schlecht drauf bin, kann sein, dass es morgen noch schlimmer ist. Also, dessen bin ich mir auch bewusst. Deswegen bin ich JCX. Ja, wir gehen mal ganz gut mit der U2 und hauen wieder ab. Ja. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich gehe jetzt was essen. Jetzt aber wirklich. Wir sind draußen. Einmal in die U2. Sehr gut. Umarmung vor der Eingang. So. Wir sind draußen, meine Lieben. Aber wenigstens sehe ich meine eigenen Automaten hier als Trost. Ich werde nicht extra dahin gehen. Ihr kennt es ja schon. Pisa. Wir sind durch.
was geht hier ab? Wirklich, alles voll. Schaut mal gleich bitte, wie viel da rauskommen. Also mein Name ist J6, Six All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Grüße aus Berlin-Mitte, Alexanderplatz. Ja, geht. Ist jetzt nicht so besonders. Geht schon. Okay. Tschüss, ich kann Bio einmal.